Ja, wir haben jetzt A, B, C und D als mögliche Ergebnisse und jetzt wollen wir uns die Ereignismenge anschauen. Also die Menge aller Teilmengen. Welche Teilmengen gibt es da? A, B, C, D. So, stopp. Ich hätte gerne erstmal alle Teilmengen ohne das D. Das D vergessen wir erstmal kurzzeitig. So, alle Teilmengen, alle ohne das D. So, jetzt also A, das... C. Ja. A, B. Ja. Und B, C. Jawohl. Dann gibt es noch nichts. Das nichts, jawohl. Und A, B, C. So, das sind also alle möglichen Teilmengen von drei Elementen. So, und jetzt nehmen wir das D mit dazu. Dann gibt es noch D. Das D, ja. A und D. A, B und D. Bitte Struktur. Das ist wichtig, ist, dass man hier anfängt, eine Struktur zu bauen. B und D. So, ja, natürlich. Weiter. C und D. Jawohl. Jetzt. A, B und D. Weiter. A, C und D. B, D und D. B, C und D. Jawohl. Und? A, B, C, D. Und sind das jetzt alle? Was haben wir denn faktisch jetzt gemacht, um das neue Element dazuzunehmen? Wir haben erstmal, also das neue Element ist ja das D. Wir haben erstmal die alte Potenzmenge hingeschrieben. Und dann haben wir D mit. Und dann haben wir die alte Potenzmenge nochmal hingeschrieben, nur überall mit D. So ist es. So, das heißt, wie viele Elemente hat jetzt die Potenzmenge von A, B, C und D? 14. Fast. Wie viele Elemente hat das hier? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Wie viele Elemente hat das hier unten dann? Auch 8. Zusammen also? 16. So ist es. Also das heißt, die Potenzmenge von A, B und C hatte 8 Elemente. Die Potenzmenge von A, B, C und D hatte 16 Elemente. Also doppelt so viel wie die von A, B und C. Ja? So, und das heißt, wenn ich jetzt die Potenzmenge von A, B, C, D und E mache, wie viele Elemente hat die dann vermutlich? 24. Fast. 16 mal? Ach so, mal. Also nicht plus 8, sondern jetzt haben wir ja jetzt haben wir die alle und müssen zu jedem noch ein E dazu machen. Also hat die? Mal 2, also 32. So ist es. Also das heißt, die Potenzmenge von nur A, also wenn nur das Element A drin ist, hat zwei Elemente, nämlich leere Menge und A. Die Potenzmenge von A und B hat... Also da schreibt man gerne Beträge, das heißt die Größe von der Potenzmenge. Also das ist der Betrag, haben wir heute gemacht. So, die Potenzmenge von A und B, also das heißt, wenn wir nur A und B haben, dann hat die wie viele Elemente? 4. Und das ist genau diese hier. Die hat 4 Elemente. Die Potenzmenge von A, B, C hat wie viele Elemente? 8. Und von A, B, C, D 16 und so weiter. Das heißt, wenn wir hier drin n Elemente haben, wie viele Elemente hat dann die Potenzmenge? Mal 2. Ja, kann man sauber ausdrücken? Nein, mal das Doppelte. Ja. Also bei einem ist 2, bei 2 ist 4, bei 3 ist 8, bei 4 ist 16, bei 5 ist 2 hoch x. 2 hoch n. Ja. Also bei n Elementen hat man 2 hoch n Elemente.